zum Abschluss der Ausstellung Siebenbürgische Künstlerinnen sichtbar machen. Die Finissage heute wollen wir dafür wahrnehmen, die Vielfalt der siebenbürgischen Künstlerinnen zu ehren. Insbesondere eine möchten wir heute feiern, Grete Csáky-Kopponyi, die ihren 120. Geburtstag am 12. Oktober hätte. Sie soll heute im Mittelpunkt stehen. Darf ich vorweg fragen, ob jemand da ist, der kein Deutsch kann? Jetzt ist es war, dass wir neu karin und selege limbatek machen. Sehr schön, dann wird alles verkürzt. Ja, diese Ausstellung zeigt 25 Frauen bzw. Werke von 25 Frauen. Es hat noch weitaus viel mehr Frauen in Siebenbürgen gegeben, Künstlerinnen, die hier tätig waren und Werke geschaffen haben. Und leider war es uns nicht möglich, dass wir alle in dieser Ausstellung vertreten haben. Welche, die leider nicht vertreten sind mit Werken, sind zum Beispiel Karin Maria Braun oder Henriette Biels, Betty Schuller, Lotte Goldschmidt und es gibt noch ganz viele, die aufgezählt werden könnten, die hier nicht vertreten sind, was sehr schade ist. Aber wir sind glücklich, dass wir diese 25 Frauen mit Werken in dieser Ausstellung vertreten haben. Dieses Jahr können einige Jubiläen begangen werden, gefeiert werden. So haben Karin Maria Braun und Sieglinde Bottisch dieses Jahr ihren 75. Geburtstag. Wir gratulieren den Künstlerinnen. Grete Csáky-Kopponyi und Ernestine Konrad-Kroner sind vor 120 Jahren geboren worden. Dann gibt es auch einige Todestage zu beklagen oder die sich jähren. Vor 20 Jahren starb die bekannte Aquarellistin Ingrid Deli. Und vor einem Jahr wurde leider Ricarda Terschak getragen, die bekannte Kinderbuchautorin und Illustratorin. Aber heute wollen wir uns Grete Csáky-Kopponyi widmen, wie ich schon sagte. Sie ist eine der bekanntesten Künstlerinnen Siebenbürgens gewesen, hat sehr viel unterschiedliche Dinge geschaffen, gewirkt. In unserer Ausstellung sind verschiedene Kunstwerke zu sehen. So sind es Kohlezeichnungen, Pastelle, Ölbilder, Zeichnungen und ein Abguss des einzigen plastischen Werkes der Künstlerin. Ein Gipsabguss. Und was ganz Besonderes, die Künstlerin hat nicht nur Bilder gemalt, hat sich sondern auch mit der Poesie befasst und selber einige Gedichte verfasst. Auf der Staffelei da hinten in der Ausstellung sind einige Hefte mit Material, Gedichte, Abbildungen von Bildern ausgestellt, die kann man sich gern ansehen. Und etwas ganz Besonderes, worüber wir uns sehr freuen, ist, dass einige dieser Gedichte vertont wurden. Der Komponist war Karl Gorwin, eigentlich Dirigent und in den 30er Jahren Leiter des Deutschen Theaters in Hermannstadt. Er hat für Grete Csáky-Kopponyi die einige Gedichte vertont. Und da freuen wir uns, dass wir heute zu Gast haben, Melinda Samson und Ursula Filippi, die sechs dieser Gedichte uns zum Besten geben werden. Des Weiteren möchte ich noch andere Gäste in unserer Mitte begrüßen. Das ist einmal der Architekt Konrad Möckel, Enkel der Künstlerin. Er wird uns nachher einiges zu ihrem Leben sagen und nicht nur über sie berichten als Künstlerin, sondern auch als Großmutter. Und von Seiten des Hurrer Verlages freuen wir uns, dass anwesend sind Frau und Herr Roth-Höppner, die uns ein Buch vorstellen werden. Es ist ein Kinderbuch, das 1920 erschien. Grete Csáky-Kopponyi hat es selber illustriert und herausgegeben und dieses wurde neu aufgelegt. Und darüber freuen wir uns auch sehr, dass wir das nachher sehen und erwerben können. Und nun freue ich mich auf den Gesang der beiden Musiker. Thank you.
1973 mit Schreiben überhaupt. Da war sie 80 Jahre alt. Vorher hatte sie nicht geschrieben. Ich habe in der Vorbereitung dieses Nachmittages festgestellt, da war doch noch was. Der 90. Geburtstag, das war auch der Geburtstag, wo Karl Gorwin, Geburtsname oder bürgerlich glückselig, für die, die es nicht wissen, der Bruder von Johanna Maria Gorwin, auch
hatte als Überraschung diese relativ neuen Gedichte in die Hand bekommen und hatte gesagt, also ich vertone da 6 von. Zu ihrem 90. Geburtstag gab es sozusagen die Musik dazu, aber es gab keinen Sänger, keine Sängerin. Sie erleben heute eine Weltpremiere mit diesem Gesang, denn die Rolle sozusagen des Sprechers oder Sprecherins übernahm damals Johanna Maria Gorwin zum 90. Geburtstag, wie gesagt, er selber am Klavier, dieses als Ständchen sozusagen, und sie rezitieren diese 6 Gedichte. Es gibt auch nicht mehr vertonte, und ich habe mich dann erinnert, dass zu diesem 90. Geburtstag noch was anders entstanden war, und das würde ich gerne Ihnen zeigen und mitbringen, weil dann haben wir sie wirklich in unserer Ecke. Das ist eine Sendung des Berliner Fernsehens, der Berliner Abendschau, was am Tage des Geburtstags oder am Vorabend. Wenn sie heute 90 Jahre alt wird, ist unser nächster Beitrag Miss Berlinerin. Ist sie seit 21 Jahren, also immerhin auch schon seit fast einem Vierteljahrhundert, Grete Jacki Koponi. Geboren in Siebenbürgen in Rumänien, kam sie 1937 zu. Zunächst nach Stuttgart, lebte und arbeitete dann in Budapest, Dresden und Paris, bevor sie sich in Berlin niederließ, das sie schon bei einem Studienaufenthalt in den 20er Jahren als Schülerin ihres Landsmanns Arthur Segal kennengelernt hatte. Sigrid Wichmann besuchte die Künstlerin in ihrer Wilmersdorfer Wohnung. Ein wunderschönes Land mit hohen Gebirgen und tiefen, schönen Tälern. Und das ist Ihre Heimat geblieben, obwohl Sie jetzt durch Berlin leben. Ja, wenn ich sage, zu Hause ist es nur dort. Dort zu Hause, das ist in Siebenbürgen. Dort waren die Winter kalt, die Sommer warm und die Menschen bäuerlich einfach und liebenswert. So sind sie geblieben, auf die Bilder der Malerin Grete Jacki Koponi und in ihrer Erinnerung, obwohl es schon ein halbes Jahrhundert her ist, seit sie ihre Heimat verlassen hat. Sie gehört zu den wenigen Künstlern, die alle ihr Lebenswerk beinahe lückenlos vorzeigen können. Denn wirtschaftlich abgesichert war sie nie gezwungen, ihre Gemälde auch zu verkaufen. Und so stapeln sich Werke aus 75 Jahren in der Wilmersdorfer Wohnung, die Grete Jacki Koponi mit ihrer Tochter teilt. Sie war noch ein Backfisch, als sie zu malen begann. So sah sie der Fotograf vor dem ersten Weltkrieg. So sah sie sich später selbst, als sie künstlerisch gereift die Gesichter malte, die ihr begegneten. Und Gesichter gehören zu ihren liebsten Motiven. Eine Bäuerin aus Siebenbürgen. Eine Journalistin, die sie während eines Aufenthalts in Berlin kennenlernte. 1934 verließ die Künstlerin ihre Heimat, zog mit der Familie nach Stuttgart, wo der Mann das Auslandsinstitut leitete. Sie stellte zwar aus in mehreren deutschen Städten, fand aber nicht den Beifall der damaligen Machthaber, die auch sie zensierten. Und dann kam aber eine Kommission, auf die ich gar nicht gefasst war. Ich wusste nicht, dass das so üblich ist. Und fingen also an zu sagen, ja, das ist zu der Adel und das ist Bolschewikenkunst und dieses nicht und jenes nicht. Und suchten so heraus eine Gebilde, zusammen mit vielleicht von den 50 Bildern, die ausgestellt waren, wollten die 10 heraus haben. Und dagegen habe ich mich gestreut. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Entweder bin ich ein Bolschewik, dann bin ich in allen Bildern eine, oder ich bin keiner und dann bin ich in keinem Bild. Also das mache ich nicht. Die Ausstellung platzte. Heute hat die Malerin wenig zu zeigen aus jener Zeit, die ihren Schaffensdrang bremste und in der sie auch den Mann hatte. Als der Krieg zu Ende war, malte sie Blumen. Sie verkauften sich gut und jetzt brauchte sie Geld. Dann kommt eine neue Epoche. Die Tochter und ihr Schwiegersohn gehen beruflich nach Griechenland. Auch ist sie ihr Gast. In dem sonnigen, gastfreundlichen Land entdeckt sie Parallelen zu ihrer Siebenbürger Heimat. Auch als sie später mit der Tochter nach Berlin zieht, bleibt dieser griechische Einfluss in ihren Bildern erhalten. Aber je älter sie wird, desto mühsamer erscheint ihr das Malen mit Pinsel und Farbe.
Sie verlegt sich aufs Zeichnen und schreibt auch Gedichte. Aber immer wieder ist es Griechenland, das aus ihren Bildern spricht. Sie sieht rote Farben, sie sieht Landschaften und Menschen. Bilder einer Malerin, die heute 90 Jahre alt ist und die auch im Alter die Liebe nicht vergessen hat. Beneidenswert diese Vitalität mit 90 Jahren. Im nächsten Jahr wird die Künstlerin eine Ausstellung am Lützowplatz in Tiergarten haben. Während der Herbst. Ja, so, das war, glaube ich, in meinen Augen sehr, sehr gelungenes Porträt meiner lieben Großmutter. Mir wird, wenn ich das sehe, immer ein bisschen ja, ums Herz irgendwie. Also das kommt mir sehr nah. Entschuldigung, bitte, aber also gerade auch diese griechische Zeit, die wir mit ihr erleben durften, obwohl sie eine ausgesprochen lebensfrohe und lebensbejahende Frau war. Ich kann einen kleinen Schwank erzählen zu den Gedichten. Ich hatte ja vorhin gesagt, 1973 hat sie damit angefangen. 1973 war ich 18 Jahre alt und bin mit meiner Berliner Schulklasse zu einer Griechenland-Tour aufgebrochen. Ich habe mich da an einem Tag abkömmlich gemacht und bin, meine Großmutter war auch zu der Zeit in Griechenland, in ihrem Atelier auf der Insel Aegina vor Athen, sehr nah von Athen, und ich habe mich mit dem ersten Schiff morgens um 7 auf die Insel aufgemacht, um sie zu überraschen. Ich traf sie in unserem Garten, noch im Nachthemd, mit Papier in der Hand, und so sagte ich, so gut, dass du gerade kommst. Ich habe da was gemacht, ich bin seit Tagen so am Denken, lies es dir mal durch und sag mir ehrlich, was du dazu meinst. Wenn du das nicht gut findest, werde ich es nie wieder machen. Und sie gab mir einen Zettel in die Hand, den ich jetzt versuche zu lesen, ich bin nicht gut im Lesen, eines Gedichtes. Halb und halb, lass das blanke Heut uns teilen, halb und halb. Lass das schmale Lager halb und halb genügen. Lass mich geteilt umfangen ganz deine Kraft. Lass mich vergehen an deinem Werden. Lass werden mich zu deinem Teil und lass den Glanz der Liebe doppelt sein im Teilen. Ich 18, sie 80. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, ich träume. Ich habe gesagt, ist das wirklich von dir? Ja, ja. habe ich gesagt, mach weiter. Und so bin ich ein bisschen schuld an diesen Gedichten. Ich fand es großartig. Sie hat nachher noch andere gemacht, aber gerade dieses, was so wirklich in das emotional und fast körperliche geht, fand ich also für eine Dame, die damals noch nicht 80 war, aber gerade wurde. Und sie war dann auch so, dass sie eigentlich, also das, was sie gemacht hat, musste durch ihre eigene Kritik gehen, musste durch andere Kritik gehen, aber dann war es auch etwas, was sie wirklich vertreten hat. Und so hat sie dann zu ihrem 80. Geburtstag, was heute vor 40 oder diese Woche vor 40 Jahren ist, gesagt, also wir müssen den jetzt feiern, den Geburtstag, aber wenn die ganzen Gäste kommen und alle sagen und was mitbringen, was mache ich dann? Und ich möchte dem was in die Hand geben. Und dann haben wir zusammen dieses Heftchen gemacht. Und sie hat sozusagen das herausgegeben, um es einfach den Gratulanten in die Hand zu drücken und diese für sie scheinbar nicht so angenehme Gratulationskur abzukürzen oder zu überfahren. Gut, also die Gedichte sind das, dann kam eben wie gesagt die Vertonung 10 Jahre später, das was wir heute hören. Und ansonsten kann ich nur darauf hinweisen, wir haben da hinten eine kleine Staffelei vorbereitet, die so in der Ausstellung nicht für meine Großmutter war, sondern allgemein, wo Interessenten sozusagen noch mehr sehen können, Stationen aus ihrem Leben. Auch alle Gedichte sind da in einem Heft drin, die sind nicht nie rausgegeben worden, einzig und allein gibt es hier in dem Heft Gedichte und Grafik. Aber es gibt auch ein paar andere sozusagen Ordner, die was über sie aussagen, Ausstellungskataloge teilweise oder auch einfach so herausgegebene Sachen. Sie hat, wie gesagt, ein
eine Skulptur gemacht, die da liegt und da, wo auch ein Foto ist, wie sie im Ton eigentlich gemacht wurde. Sie hat Bodenmosaike gemacht, sie hat Kirchenfenster gemacht, neben ihrer Malerei und ihrem Schriftstellertum sozusagen. Und das ist alles in Beispielen an dieser Staffelei drin. Und was ganz persönlich ist, ich wusste nicht, ob ich es wirklich mitbringen soll, aber sowohl meine Tante, Frau Rothöppner, als auch Frau Binder haben gesagt, mach es. Meine Großmutter hatte, als wir noch in Griechenland lebten und es eigentlich zu kaufen für Kinder mittelmäßig viel gab in den 50er Jahren im Nachkriegs-Griechenland, da gab es vielleicht ein paar hässliche Puppen, aber mehr auch nicht, hat sich hingemacht und hat mir Stofftiere selber gemacht und meine Lieblingspuppe, den Peter. Damals in einem Hawaii-Hemd und mit Lederkappe. Also es ist was ganz, ganz Persönliches. Das ist jetzt keine Kunstgeschichte, aber es ist sozusagen mein Beitrag heute zum 120. Okay, ich würde gerne an dieser Stelle nochmal für die fantastische Ausstellung danken. Allen Organisatoren, auch der Frau Rudolph, die jetzt nicht da ist, weil sie krank ist, glaube ich. Und Frau Binder, und Sie noch mal rausbitten hier und Ihnen einen kleinen Blumendank für das Fantastische, die Organisation insgesamt, aber auch der heutige Tag. Ich bin wirklich, fand es ganz toll. Vielen Dank. Dann gibt es die Vorstellung des Kinderbuches, was vor 5 Jahren im Zusammenhang mit dem anderen, mit der Monographie aufgetaucht war. Aber das wird der Töpner erzählen, selber, das heute rauskommt sozusagen. Okay, vielen Dank. Weitere Musik.
neues Kinderbuch vorstellen. Und vielleicht sage ich zuerst, wie wir als Hoher Verlag überhaupt dazu kommen, ein Buch von Peter Chucky Coupon herauszugeben. Die Erklärung ist ganz einfach. Meine Frau ist die... Grete Chucky Coupon ist die Tante meiner Frau. Und das ist das eine, aber auch noch etwas. Ich erinnere mich, ich hatte die Ehre, bei der Feier zum 90. Geburtstag damals in Berlin 83 dabei zu sein. Und ich sehe noch vor mir Herrn Gorgin am Klavier diese Lieder spielen. Ich hätte nicht mehr gewusst, dass es die Schauspielerin Ivana Maria Gorgin war, die die Texte rezitiert hat. Aber an das Bild an Herrn Gorgin am Klavier erinnere ich mich irgendwie bis heute. Dieses Buch also, das stellt einen unveränderten Nachdruck dar, eines Kinderbuches, das ist falsch, das ist schlechtes Deutsch. Es ist ein unveränderter Nachdruck eines Kinderbuches, das Grete Chucky Coupon im Jahre 1920 hier in Hermannstadt bei Kraft und Rotlöff herausgegeben hat. Das ist wieder ein Fehler. Wilhelm Kraft und Rudolf Rotlöff haben sich erst nach 1920 zusammengetan und dieses Buch ist noch bei Kraft verlegt und bei Rotlöff lithografiert und gedruckt worden. Und bis vor kurzem wusste nicht einmal die engere Familie von der Existenz dieses Kinderbuches. Es war bei einer Veranstaltung in Kronstadt und ich glaube, es war die Vorstellung unseres Bildbandes von den Bildern von Grete Chucky Coupon, dass uns Herr Wolfgang Wittstock ansprach und sagte, da existiere doch ein Kinderbuch von Grete Chucky Coupon aus den 20er Jahren. Es sei seinerzeit durch die Hände der Wittstock-Kinder gegangen und sei jetzt in seinem Besitz. Herr Wittstock schickte uns dann weiter auf Kopien, also Scans dieses Buches und entschuldigte sie sich gleich, dass es ja doch sehr zerflettert sei und schob die Schuld auf einen seiner Brüder. Es war uns bald klar, dass es der Sache wert sei, dieses Buch noch einmal herausgegeben, nur war Herrn Wittstocks Exemplar dafür nun nicht mehr so sehr geeignet. Meine Frau hat daraufhin Frau Susanne Krösch in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig angerufen, der wir immer unsere Neuerscheinungen schicken, und einfach mal gefragt, ob nicht dort im Bestand ein Exemplar dieses Buches vorhanden wäre. Und es wäre nicht nur, es war auch. Und Frau Krösch hat uns professionelle Scans dieses Buches geschickt, die der Neuausgabe zugrunde liegen. Und Frau Köster hier auch noch einmal dafür telepathisch gedankt. Wir haben es nicht bei einem unveränderten Nachdruck belassen, sondern wir haben eine Beilage beigelegt, ein weißes Heft, das hinten eingelegt ist. In diesem Heft sind zunächst noch einmal alle Texte, Lieder und Gedichte abgedruckt, in heutiger neuer Antiqua-Schrift für diejenigen, die die Fraktur des Originaldruckes, genau gesagt, das ist eine Art Schwabacher, nicht Schwierigkeiten haben, diese zu entziffern. Für den Neudruck habe ich die Schrifttype Cheltenham gewählt, die man nicht mehr sehr oft sieht. Es ist eine Schrift, die in den 1890er Jahren entworfen worden ist, dann in einem, sagen wir, Reifeprozess durchmacht hat und in den 20er Jahren den Gipfel ihrer Popularität erreicht hat. Also gerade zu der Zeit, wo das Buch erschienen ist. Die Texte in diesem Beispiel folgen genau dem Original. Und wir haben Abstand davon genommen, kleine Interpunktationsfehler auszugleichen. Und auch haben wir die Inkonsequenz nicht ausgeglichen, dass in einigen Gedichten alle Verszeichnungen im großen Anführungsbuchstaben anfangen, in anderen nicht. Auch sind wir nicht dem Vorschlag der Druckerei gefolgt, den Bibliothekstempel auf dem vorderen Vorsatz wegzuretuschieren, weil ich meinte, das gehört zu einer Faksimile-Ausgabe eines Bibliotheksexemplars.
Die Beilage enthält schließlich noch ein Vorwort, in dem manches aber nicht alles steht, was ich Ihnen hier erzählt habe, sowie ein Nachweis von Herrn Joachim Lindstab, über die Vorlagen, die er eben für zugänglich waren, um diese Gedichte zu übertragen. Ich habe vergessen, im Beiheft sind auch Übertragungen der 4, 7 bis 6 schon Texte ins Hochdeutsche, die wir Herrn Joachim Witscher zu verdanken haben, sowie Melodien für 6 der Lieder, die die Frau von Joachim Witzstock, Frau Inge Witzstock, herausgefunden hat. Die hat die Enkelin der von Grete Schacke-Kompon, die Schwester von Konrad, hat sie gesetzt, die Melodien, und ich habe sie dann den Texten beigefügt. Und so möge dieses Buch dem Betrachter und Leser einen Einblick in eine bisher wenig oder fast gar nicht bekannte Facette des Schaffens von Grete Schacke-Kompon geben. Stück. Auf dem Vorsatzblatt, wo der Titel steht,
hat der Komponist Karel Gordin den Text notiert, der in der Begleitung hier versteckt liegt. Sie haben gesehen, der Text, der gesungen wird, das ist ein Liebeslied. Ein nicht so verstecktes und ein sehr intensives Liebeslied. Und die Melodie dazu, die uns so gut klingt, oder die Begleitung, die Harmonisierung dazu, dass, wenn Sie es ohne Sopran hören, werden Sie es erkennen. Die Begleitung, die geht so. Man hört in den letzten Takten, wenn die Sängerin schon aufgehört hat, ein weiteres Zitat. Das haben Sie sicher gehört, aber ich hätte diese Sinne nicht aufgefallen. So viel. Und man muss sich vorstellen, dass sowohl Karel Gordin als auch Grete Csáky-Kopony ihre Heimat nie wieder gesehen haben, dass sie das kommunistisch regierte Siebenbürgen nie wieder besuchen wollten und konnten, viele Jahrzehnte lang. Jedenfalls aus diesem ganzen Stück, so wie es gemacht ist, das Liebeslied im Text und die Bearbeitung durch das Lied auf Reserviert in der Begleitung, sprechen von dieser großen Sehnsucht nach Siebenbürgen irgendwo. Und ich sehe vor mir die zwei alten Herrschaften. Sie war 90 Jahre entstanden und er war auch alt. Und sie haben wohl ihr ganzes Herz in dies hineingelegt. Oder sie haben ganz mehr als wir nur schöne Töne dabei gefunden und empfunden und gehört. Und wir singen es euch nochmal. Thank you.
wunderbaren, bewegenden Abschluss der Ausstellung bedanken. Allen Mitwirkenden herzlich meinen Dank aussprechen, besonders am heutigen Tag der Familie von Grete Csáky-Kopony, Konrad Mölkel und Ehepaar Roth Höppner. Herzlichen Dank. Auch Ursula Philippi und Melinda Samson, dass sie diese Musik uns dargebracht haben. Und ja, das letzte Lied wirklich wunderbar. Da kann ich, glaube ich, nichts noch hinzufügen. Dank gilt auch ganz besonders unseren Leihgebern, die diese Ausstellung erst ermöglicht haben. Denn ohne ihre Leihgabe wäre es gar nicht möglich gewesen, diese Vielfalt der siebenbürgischen Künstlerinnen zu präsentieren. Herzliches Dankeschön an alle. Ein Glas Wein und etwas zum Knabbern zu sich zu nehmen, ins Gespräch zu kommen, das wäre Grete Csáky-Koponys, aber auch der anderen Künstlerinnen zu betrachten, vielleicht ein Buch zu erwerben, und ich wünsche Ihnen hiermit einen schönen Abend. Dankeschön.